Hau, gehen wir. Wir bleiben zusammen. Kabuki, Sie sind nah. Hau, gehen wir. Wir bleiben zusammen. Kabuki. Hau, gehen wir. Komm mit mir. Kabuki, Sie sind... Hau, gehen wir. Komm mit mir. Wir bleiben zusammen. Ich danke dir, Kucho. Die Shaganumbi werden von deiner Tat erfahren. Geh! Yalla, yalla! Bleib wachsam. Ich habe Tahana befreit. Na, was sagst du jetzt? Tawonga, Pirat. Du hast wahr gesprochen und Taten gezeigt. Darum höre, was ich sage. Die Shaganumbi fürchten sich vor der Macht der Tivas. Bakir und die Tonkas folgen Craw aus Angst vor dem Gayo Tiva. Wir müssen mit deinem Vater sprechen. Ich fürchte, dazu ist es schon zu spät. Er wird nicht auf uns hören. Dann hilf mir, gegen Crow zu kämpfen. Das werde ich, aber wir stürmen nicht los wie die Keiler. Ich habe einen Plan. Was ist das für ein Plan? Das will ich dir sagen. Doch zuvor verlange ich, dass du mir dein Wort gibst. Nur wenn ich dir vertrauen kann, gehen wir den Weg gemeinsam. Was genau bedeutet für dich, ich gebe dir mein Wort? Ich führe dich in die Geheimnisse des Voodoo und gehe mit dir zum Tempel der Erde, aber... Es gibt immer einen Haken. Aber du gehst nicht zurück zu den Guchos mit ihren Donnerstöcken. Der Weg der Blauröcke ist nicht der Weg der Shaganumbi. Alles klar, ich gebe dir mein Wort. Wir kämpfen gemeinsam gegen Crow. Dann will ich dir vertrauen. Und alles mit einem Wort. Viel einfacher als ein Blutschwur. Kommen wir mal zurück zu deinem Plan. Mein Plan ist Voodoo. Machtvolles Voodoo wird uns helfen, Craw aufzuhalten. Klingt gut. Bringst du es mir bei? Hör mir zu. Die Macht des Voodoo ist ein Geschenk der Ahnen. Doch nur der Chaka und die Kiki werden in die Geheimnisse des Voodoo eingeweiht. So will es das Gesetz der Shaganumbi. Gesetze kann man brechen. Du gabst mir dein Wort und ich vertraue dir. Doch ohne die Weisheit, den Rat und den Segen der Ahnen werde ich nicht das Gesetz der Shaganumbi brechen.
Wie kriegen wir den Segen der Ahnen? Du wirst den Ahnen Yisakil rufen. Was muss ich tun, damit der Ahne erscheint? Tanzen? Du brauchst sein Idol. Ich schickte Tahana, es zu verstecken, damit es nicht den Piraten in die Hände fällt. Was genau machen wir mit dem Idol? Wir bringen es in den Tempel der Ahnen. Wohin auch sonst? Die Ahnen selbst waren es, die ihn errichtet haben. Dort wird Yisakil erscheinen. Wer ist Yisakil? Er ist der Beschützer der Shaganumbi. Er leitet uns mit seinem Rat und schenkt uns sein Wissen. Er ist es, der uns lehrt, die Geheimnisse des Voodoo zu nutzen. Ich habe das Idol der Ahnen. Gut. Damit werden wir den Ahnen rufen. Die Wache wird mich nicht reinlassen. Samir ist der Wächter der Ahnen. Seine Stärke erlangt er durch sie. Besiegst du ihn, Hike Umbara, darfst du hinein und wir werden den Zorn der Götter abwenden. Was muss ich über den Kerl wissen? Er wird dich prüfen und die Ahnen werden dein Wort hören. Sprichst du wahr, sind sie dir gewogen und du kannst ihn besiegen. Und wenn sie mir nicht gewogen sind? Wir sehen uns im Tempel. Hey, Chani, was passiert, wenn... Wir reden später weiter. Hör zu, ich werde hineingehen und du wirst mich nicht aufhalten. Sheku Kujo, es gibt für dich keinen Grund, hier zu sein. Was willst du? Ich rufe einen der Ahnen. Ha! Und wie willst du das anstellen, Kujo? Ich dachte mir, ich benutze das Idol. Ich erkenne keine Lüge in deinen Worten. Der einzige Weg für dich führt an mir vorbei. Dann geh aus dem Weg. Das werde ich. Wenn du mich besiegst, doch zuvor will ich wissen, ob du würdig bist. Höre, die Ahnen geben mir die Macht, die Wahrheit zu erkennen und die Stärke, jeden, der nicht wahr spricht, zu besiegen. Sag mir, welchen der Ahnen willst du rufen? Yisakil. Sag mir, wer bist du? Ich bin Spion der Inquisition. Sag mir, wer ist dein Chaka? Ich bin mein eigener Herr. Deine Worte sind ohne Würde, ohne Erkenntnis. Mist. Tja, ich habe keine Wahl. Ich muss da jetzt rein. Wir werden kämpfen. Doch die Ahnen sind mit mir. Nun, verteidige dich. Die Ahnen sind mit dir. Du bist würdig. Ich habe Samir besiegt. Du bist nun würdig, hier zu sein.
Ein gutes Zeichen. Es wird Zeit, sich den Ahnen anzuvertrauen. Gut, dann werde ich mal mit dem Ahnen sprechen. Nimm das Idol und setze es ein. Sei vorsichtig. Niemand weiß, wie die Ahnen reagieren, wenn man sie ruft. Ich bin zurück. Wer wagt es, den gerechten Frieden der Ahnen zu stören? Ich bin... Du hast mich gerufen. Du bist kein Chaka, du bist kein Chakalumbi. Ich habe Samir besiegt. Er kämpft mit der Kraft, die wir ihm gewähren. Wärst du nicht würdig, hier zu sein, dann wärst du jetzt tot. Die Weisheit der Ahnen ist unermesslich. Da du mich gerufen hast, darfst du daran teilhaben. Also, was willst du von mir? Ich... Moment. Ich gewähre dir drei Antworten, nicht mehr und nicht weniger. Sei gewarnt. Meine Antworten sind vielleicht nicht das, was du erwartest. Kannst du meinen Fluch brechen? Du hast einen Schwur geleistet. Einen Blutschwur? Nein, da kann ich nichts machen. Damit musst du allein fertig werden. Gib mir wenigstens einen Tipp. Halte dich von mir fern. Ich will Voodoo lernen und brauche deinen Segen. Warum sollte ich dich segnen? Ich muss Crow aufhalten. Damals wie heute. Es hat sich nichts geändert. Ein Sterblicher will einen anderen töten. Crow beschwört den Zorn der Götter. Er trägt den Speer der Titanen, den Shihoku Tiva. Du willst ihn töten? Dann such dir ein paar kräftige Männer und greif ihn an. Dafür brauchst du nicht meinen Segen. Das reicht jetzt. Du durftest mit mir sprechen. Jetzt ist es vorbei. Warte, ich bin noch nicht fertig. Nein, du hattest eine Chance. Ich muss nun zurück. Hey, hör mich an! Die Titanenlords sind dabei, die ganze Menschheit zu vernichten. Mara führt da draußen einen Krieg und du spielst deine Spielchen mit mir. Was hast du gesagt? Ich sagte, du spielst nur mit mir. Nein, nicht das. Sagtest du gerade Mara? Ja, sie befiehlt die Kreaturen des Meeres. Mara. Damals hat sie uns in die Dunkelheit getrieben. Viel zu lang waren wir ihre Sklaven. Immer noch leiden den Chaka. Höre, du wirst dich hier stellen, ja? Dann geh. Geh mit Charlie. Kämpfe gegen Mara und alle, die ihr folgen. Dann gibst du mir deinen Segen? Chi. Und jetzt geh und lerne Voodoo. Yisakil gab dir seinen Segen. Ja, also, was ist dein Plan? Mein Vater Bakir handelt aus Angst. Sie umklammert seinen Geist. Worte bringen ihn nicht zurück auf den Weg der Chaganumbi. Ein paar Schläge auf den Hinterkopf könnten helfen. Das ist der Weg der Piraten. Unser Weg ist Voodoo. Dann bring es mir bei. Ich bin bereit. Eins der Geheimnisse ist Kontrolle. Kontrolle über den Geist. Klingt unangenehm. Wenn mein Vater nicht allein das Richtige tut, werde ich es für ihn tun. Seinen Geist kontrollieren. Ihn übernehmen und durch ihn sprechen. Das ist die Macht der Voodoo-Kontrolle. Was ist mit mir? Wozu soll ich Voodoo lernen? Wir brauchen auch etwas von Bakir selbst. Etwas von seinem Körper. Hier liegt doch bestimmt noch irgendwas rum. Ono Pirat, du musst zu ihm gehen und ein Haar von ihm bringen. Wenn ich da hingehe, wird das ein blutiges Gemetzel.
Deshalb werde ich dich lehren, einen der ihren zu übernehmen. Als einer von ihnen kannst du dort sein, ohne Blut zu vergießen. Bring mir Voodoo bei. Das erste Geheimnis des Voodoo ist die Erschaffung. Jeder Zauber beruht auf den richtigen Zutaten. Tränke, Zepter, Puppen. Jeder Zauber erfordert sein eigenes Hazaka. Werkzeug? Chi. Werkzeug. Um einen Geist zu kontrollieren, brauchst du die richtige Puppe. Sie ist ein Zeichen für den Körper. Ich zeige dir, wie du eine solche Puppe erschaffst. Wie funktioniert Kontrolle? Du musst dein Ziel sehen, die Puppe heben und den Zauber wirken. Dein Geist wird deinen Körper verlassen und dein Ziel übernehmen. Wenn du den Geist beherrschst, kannst du durch seine Stimme sprechen. Auch kannst du die Schritte des Körpers lenken, aber ihn niemals zwingen, eine Waffe zu erheben. Wen soll ich übernehmen? Jim. Er bringt die Lieferung zu Crow. Es wird niemanden verwundern, wenn er zum Tempel kommt. Teil der Lieferung ist ein Idol. Mit diesem Idol wirst du zu Barkir kommen. Sorge dafür, dass die Lieferung vollständig ist, bevor du Jim übernimmst. Wie erschaffe ich eine Voodoo-Puppe? Ich werde dich lehren, sobald du das Haar von Jim hast und die Lieferung fertig ist. Bleib stehen, Gucho! Jetzt ist es endgültig genug! Ach komm jetzt, noch mehr Ärger kann ich gerade echt nicht gebrauchen. Du warst im Tempel der Ahnen. Nur jemand, der dazu würdig ist, darf das. Ich habe sehr viel für dein Volk getan. Soll das jetzt hier der Dank sein? Du bist kein Chaganumbi. Niemand außer uns darf den Tempel der Ahnen betreten. Du bist unwürdig. Du bist ein Gucho. Okay, und was genau willst du jetzt von mir? Chani gehört zu mir. Sie darf nicht mit dir gehen. Ach so, jetzt verstehe ich. Du bist eifersüchtig. Ich hab doch schon eine Frau, die mir das Leben schwer macht. Da brauche ich nicht noch eine zweite. Du willst nicht Chani zur Frau? Nein, aber ich brauche ihr Voodoo. Capo, Chani wird nur einen Chaganumbi erhören. Na dann hau rein, Kollege. Ich werde dich nicht daran hindern. Aber wie ich das sehe, hast du bloß Angst, es ihr zu sagen. Kaka! Ja, fluch du nur. Ich schätze, ich hab dich durchschaut. So, kann ich jetzt wieder gehen? Ja. Geh, Gucho. Aber eins vergiss nie. Ab heute wirst du sie beschützen. Und ich werde dein Leben beenden, wenn ihres endet. Capo, Gucho. Capo! Ohne Raka. Thank you.
Du hast Tahana befreit. Keine große Sache. Das wird den Blaurücken nicht gefallen. Damit kann ich leben. Du hast dich entschieden, Freund der Shaganumbi zu sein. Shaganumbi Tufas Tabonga, Hoshi. Die Jäger der Shaganumbi danken dir, Freund. Wir reden später weiter. Warum tust du das? Wir sollen Jade holen. Chi, ich werde gehen. Du musst mich beschützen. Wo geht's hin? Eine Höhle auf dem Weg zum Tempel der Erde. Rechnest du mit Schwierigkeiten? Vorsicht ist geboten. Viele Gefahren bewegen sich auf immer neuen Pfaden. Ich pass auf dich auf. Wenn du es wünschst, gehen wir los. Ulele. Hikoko orakelte irgendwas von Blut und Tod. Sie ist eine Kiki, doch ist sie noch jung. Lass mich es versuchen. Gut, gib mir ein Orakel. Du, Tiva Umbara, du bist gezeichnet. Dein Auge. Die Tivas haben dich berührt. Du kannst das sehen? Nicht mit meinen Augen. Die Gabe der Ahnen lässt es mich spüren. Kitiva Tivamba Mara. Mara wird erscheinen. Und ihr folgen die Wesen der Tiefe. Einem bin ich schon begegnet. Bleib wachsam. Es sind nicht nur die Toten, die mit ihr kämpfen. Auch unter den Lebenden hat sie Verbündete. Ich kann auf mich aufpassen. Und musst die schützen, die dir nahe sind. Ei. Ich hab den Segen der Ahnen. Die Ahnen haben entschieden.
Die Shaganumbi werden dich unser Voodoo lehren. Hikoko und ich werden dich unterrichten, wenn du willst. Wie kannst du mir helfen? Es sind Wesen aus der Tiefe des Meeres. Doch werden sie über das Land gehen, wenn sie dich töten können. Das sind ja gute Aussichten. Der Fluch wurde mit Voodoo gewirkt. Voodoo wird dich auch davor schützen. Ich braue machtvolle Tränke. Benutze sie für den Kampf gegen die Versunkenen. Zeig mir deine Voodoo-Kunst. Lass uns handeln.